Gut, ich denke mal, da kümmern wir uns erstmal weiterhin um die sechste Macht, beziehungsweise um die Mission Wissen ist Macht. Dazu müssen wir wieder zu Adam. Auf in die Bastion. Ich brauche dich jetzt gerade nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Gut. Gut. Tja, mal sehen, was Adam jetzt so für uns hat. Energy. Bier. Dose. Schrott. Bier. So, mein kleiner Kacker. Was machst du? Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Das ist schön. So, Kollege, jetzt bin ich an der Reihe. Auftrag vom Duke? Ganz genau. Und dein Arsch wird mich dabei begleiten. Und was ist, wenn ich mich weigere? Dann bleibt die Scheiße so lange liegen, bis wir sie erledigen. Du meinst, bis dir der Duke aufs Dach steigt, weil du seinen Auftrag nicht erledigt hast? Dein Arsch steht dann ganz oben auf der Abschlussliste, das ist schon mal klar. Worum geht's denn genau? Es gibt da so einen, wie soll ich sagen, gefügigen Kleriker namens Herald. Wir machen das eine oder andere Waffengeschäft mit ihm. Ein korrupter Kleriker? Will der Duke Energiewaffen kaufen? Nein, der Kerl sitzt auf einem Haufen konventioneller Waffen, die in der Burg auflaufen. Männer, die rekrutiert werden und auf Energiewaffen umsteigen oder Knarren, die Kleriker auf ihren Streifzügen erbeuten. Du erzählst mir nicht genug, um die Sache wirklich beurteilen zu können. Ist das wichtig? Ich gehe davon aus, dass es kein Freundschaftsbesuch wird. Nicht wirklich. Also, sag mir, wann du bereit bist, damit wir gehen können. Na gut, dann machen wir erstmal wieder seine Aufgabe, weil wir wissen ja, wie es leider immer abläuft. Wir wollen das machen und dann wird wieder das gemacht. Na schön, machen wir das. Ich will diesen Herold kennenlernen. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Der Kerl ist irgendwo in der Gegend da, vor uns anzutreffen. Eher einer von der Sorte, der sich im Hintergrund hält? Die meiste Zeit schon. Wir werden sehen, ob wir ihn überhaupt finden. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Hau rein, ich folge dir. Am besten, ich übernehme die Sache und du hältst währenddessen den Rand. Verstanden? Hast du Bedenken, dass ich dir dazwischen funke? Nein, aber ich weiß noch nicht genau, wie es gleich ablaufen wird. Also, Schnauze halten. Schlechte Befestigungen. Hier konnte damals doch sicher fast jeder einfach durchspazieren. Okay. Wenn wir zu feste auftreten, kann es sein, dass er wieder verschwindet, bevor wir ihn zu fassen kriegen. Also, sei gefälligst vorsichtig. Okay, was versuchen wir denn jetzt mal? Oh. Geht, ne? Ne, die 4 war schon richtig. Aber nur an der verkehrten Stelle. Achso. Geht doch. Was haben wir denn hier? Klopapier? Weiches Klopapier? Schwert? Okay, alles klar. Und Spielzeug.
Na, bist du überrascht, wie ich das Ding gehackt habe? Nee? Okay. Ich bin nichts wert. Du kannst mich doch nicht einfach im Büro anrufen. Ich weiß nicht, ob die Leitungen abgehört werden. Warum sollte unser Gespräch überwacht werden? Ich wurde von einem Wissenschaftler erwischt, wie ich sie belauscht habe. Seitdem verfolgen die mich. Die wollen mir etwas antun. Was sollen die denn vorhaben? Du spinnst doch. Ich habe wertvolle Informationen. Wenn ich die meinem Chef zukommen lasse, sind die ihren Job los. Die werden alles dafür tun, damit ich nichts weitererzählen kann. Jemand, der am Empfang arbeitet, ist schnell zu ersetzen. Pass auf. Du beruhigst dich erst einmal und ich komme gleich vorbei, hm? Dann reden wir ausführlich über die ganze Sache, hm? Schön, dass ich gehackt habe, aber am Ende stand das leider oben auf der Tischplatte. Oh, da steht er. Moin, Alfalfa. Volk? Falke? Falkrich? Unwahrscheinlich. Hallo. Einen Moment noch. Probleme? Sicher. Hochinteressant. Ich hatte schon vermutet, dass ich dich hier wiedersehe, Jax. Im Gegensatz zu dir überrascht es mich eher, meinen Lieblings-Cyborg hier zu sehen. Du hast mich erwartet, Falk. Der Himmel tat sich auf und die Fremden kamen zu uns. Wer erwartet da nicht, dass unser aller Erlöser wieder auf den Plan rückt und ein weiteres Mal unsere Welt rettet? Langsam, mein Freund. Ich fürchte, das wird mir nicht gerecht. Ich sehe mich nicht als Erlöser. Ich verfolge vornehmlich meine eigenen Interessen. Und das weißt du auch. Das mag sein. Doch wenn du auf dem Weg rein zufällig auch noch für den Fortbestand unseres Planeten sorgst, dann hast du zweifelsohne den meisten Menschen von Magalan etwas voraus. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei den anderen Klerikern? Ich erfülle gerade einen Auftrag. Doch ich denke, ich kann ihn für eine Weile pausieren, denn ich muss dir zunächst eine Frage stellen. Raus damit. Kannst du mir helfen? Es hat mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich fürchte nämlich, ich bin in einer Art Sackgasse gelandet. Okay. Du bist künstlich, ein Android. Wie entwickelt man eine bereits gefertigte und laufende Maschine weiter? Ähnlich dem Vorgang des Erwachsenwerdens eines Menschen habe ich schon viele Stationen durchlaufen. Doch ich bin noch nicht ganz da, wo ich eigentlich sein will. Und das wäre? Ich will menschlicher werden. Doch stoße ich an vielen Stellen an meine Grenzen. Klingt nach einem sehr ambitionierten Plan. Es ist viel mehr als nur ein Plan. Ich verspüre eine Art Bestimmung. Okay. So langsam mache ich mir echt Sorgen um dich. Irgendein unerklärlicher Drang tief in meinem Inneren bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich rational nicht erklären kann. Und irrationales Verhalten ist doch eigentlich typisch für eure Spezies, oder? Daher will ich mehr über euch und eure Verhaltensmuster lernen. Wirst du mich dabei unterstützen? Was genau soll ich denn für dich tun? Ich brauche jemanden, der mir in allen Einzelheiten vermitteln kann, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich brauche einen Mentor, der mir meine Fragen beantworten kann, die in einigen meiner Schaltkreise zu Feedback-Schleifen führen. Es ist wenig zielführend und noch weniger effektiv, wenn mir so etwas passiert. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Teil-Reset und mehrere umfassende Selbstanalysen durchführen müssen. Ein Teil-Reset? Warum sollte man so etwas wollen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich war nahezu lahmgelegt, weil ich mit einer trivialen Sache beschäftigt war, die für euch Menschen vermutlich leicht zu beantworten gewesen wäre. In einer brenzlichen Kampfsituation könnte so etwas tödlich sein. Das stimmt.
Erzähl mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlich zu sein. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ich glaube, ich arbeite von oben nach unten. Erzähl mir mehr über deinen unerklärlichen Drang, menschlicher zu werden. Ich habe diesen Zustand seit etwa 3 Monaten. Als wäre eine Art Zeitschaltuhr gestartet, von der ich bisher noch nichts wusste. Hast du eine Idee, wodurch diese ausgelöst wurde? Ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Jedoch fällt mir kein bestimmter Moment ein, der zu einem solchen Ergebnis führen konnte. Vielleicht wieder eine Schikane meines Erbauers. Konrad. Und du weißt, was ich meine, oder? Allerdings, ich erinnere mich noch gut an die Aktion dieses verrückten Wissenschaftlers. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es mir als eine seiner Schöpfungen gerade ergeht. Es ist, wie ich schon sagte, bisher unerklärlich. Ich war der Meinung, wir hatten das damals anders gelöst, aber okay. Welche triviale Sache hat dich denn so beschäftigt, dass es dich fast lahmgelegt hätte? Ihr Menschen habt so einen Instinkt. Den Selbsterhaltungstrieb. Wir Maschinen haben zwar etwas Ähnliches, jedoch ist er von reiner Logik bestimmt. Das lässt sehr oft eine gewisse Art der Kreativität vermissen. Wenn ihr Menschen in die Enge getrieben werdet, könnt ihr oft über euch selbst hinauswachsen. Ihr könnt dann Dinge tun, die ihr sonst niemals schaffen würdet. Wenn ich meine Schaltkreise damit beschäftige, um es zu verstehen, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Wie kann ich da helfen? Ich will in eine ausweglose Situation geraten, in der ich meinen eigenen Selbsterhaltungstrieb weiterentwickeln kann. Wenn ich dir folgen und in einen Kampf geraten würde, den ich eigentlich gar nicht gewinnen kann... Du willst, dass ich dich in tödliche Gefahr bringe? Ich kann es nicht alleine tun. Meine Programmierung verbietet es mir. Moment, das ist doch schon so eine Art Selbsterhaltungstrieb. Unbrauchbar. Ich steigere so ja nicht meine Fähigkeiten. Ein Mensch würde über sich hinauswachsen. Oder sterben. Das Risiko muss ich eingehen. Es gibt da eine sehr gefährliche Gegend, ganz hier in der Nähe, in der ich mich freiwillig nicht besonders lange aufhalten würde. Gib mir den Befehl, dorthin zu gehen und begleite mich. Nur so kann ich das erwünschte Ergebnis erreichen. Dann mal los, geh vor und führe mich zu deiner gefährlichen Stelle. Sehr gut. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Komm das mit. Das wird bestimmt so ein Himmelsfrosch. Naja. Ah, mein Kopf! Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Was macht diesen geheimnisvollen Ort so gefährlich? Allein der Weg dorthin ist schon quasi das Ziel. Du wirst schon sehen. Nicht ganz übel. Nicht ganz übel, ja. Du redest von wilden Tieren und Kreaturen, die uns angreifen? Nicht nur das. Es gibt rational, aus meiner Sichtweise, keinen rationalen Grund, dorthin zu gehen. Und das allein ist wieder meiner Programmierung. Du denkst tatsächlich, dass etwas anderes als deine Programmierung dein Handeln leiten wird? Klingt ziemlich esoterisch und irrational, nicht wahr? Genau das ist ja mein Ziel. Hm.
Nee, der ist schon tot. Und da haben wir es wieder gehabt, ne? Wir machen eine Mission, wollten eine Mission machen, kommen in die nächste Mission, kommen in die nächste Mission. Hey du, bleib mal stehen! Was willst du? Ich suche einen Alp, war vor kurzem im Krater. Ich brauche einen Namen oder eine Beschreibung, damit ich dir helfen kann. Ein Alp eben. Weiß wie ein Stück Scheißhauspapier und eine Blechbüchse als Uniform. Reicht nicht. Was weißt du sonst noch über ihn? Ach, vergiss es. Aber ich bin mir sicher, du kannst mir bei einer anderen Sache helfen. Lass mich mal einen Blick auf deine Taschen werfen. Ah, das ist ja das reinste Splittergrab. Da tut es nicht weh, wenn du mir ein paar abgibst. Ich sammel für eine gute Sache. Und wie sieht diese gute Sache aus? Ich investiere in meine Zukunft. Oder glaubst du, ich will als lila Futter enden? Ja, werden wir, Bettel jemand anderen an. Heiliger Müllsack, was? Du kapierst doch gar nichts. Das ist ein Überfall. Rück das verdammte Elixit raus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum überschätzen Kerle wie du ständig ihre Fähigkeiten? Quatsch die Würmer voll. Auf ihn! Jetzt lass mich fest. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Otis eher das so gesehen hätte, dass sie bezahlt hätten sollen. Das nächste Mal bezahle ich die 1000. Das hier? Ein Unterschlupf? Symbol von Ravak. Okay. Geht es weiter? Wir denn? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Das sollte reichen. Vielen Dank. Und? Was hat es dir gebracht? Ein ganz entscheidendes Detail. Die Frage nach dem Sinn und Zweck, sich freiwillig in tödliche Gefahren zu begeben. Was? Den gibt es nicht. Es sei denn, etwas zwingt dich dazu.
Das ist eine Erfahrung, die ich bisher noch nicht hatte. Alles, was ich bisher getan habe, diente immer einem höheren Zweck. Das hier war die reinste Sinnlosigkeit und dabei hochgefährlich. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde gleich anfangen, die Daten auszuwerten. Wie du meinst. Was machst du denn sonst so? Ich habe in letzter Zeit eine Menge Auftragsarbeiten angenommen. Den Erlös meiner Dienstleistungen nutze ich meist für die Wartung meiner Ausrüstung. Du bist ein Söldner? Im weitesten Sinne könnte man das so bezeichnen. Natürlich tue ich es vornehmlich für die Gemeinschaft der Kleriker. Wie wäre es, wenn du mir in Zukunft bei meiner Sache als Waffengefährte aushilfst? Der Nächsten. Warum nicht? Ich habe gerade ein bisschen Zeit, die ich erübrigen kann. Heißt aber auch, dass ich noch den einen oder anderen Auftrag anderweitig ausführen muss. Ja. Von mir aus, das lässt sich einrichten. Wo genau geht's hin? In die Bastion. Ah ja, ich hörte davon. Einige Kämpfer haben sich dort oben stationiert. Ich hätte eigentlich auch darauf kommen können, dass es deine Leute sind. Gut, dann verhandeln wir jetzt über meinen Preis. Kein Problem. Es wäre nur fair, wenn ich dich für deine Dienste bezahle. Nein. Wenn ich meine Studien fortsetzen will, würde ich deine Dienste als meinen menschlichen Mentor hin und wieder gerne in Anspruch nehmen. Ich behalte dich im Auge. Darüber können wir reden. Gut, dann bin ich dabei. Wie in alten Zeiten. Das sagt man doch so, oder? Der war auch klüger, ja, wirklich mein bester Waffengefährte. Sehr gut. Das ist gut. So, wir müssen wieder zurück. Wir müssen auch unseren Auftrag erledigen. Mein Freund. Okay, aber das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass Bully das nicht gefällt. Weil er ist doch immer so ein übelster harter Typ und alles drum dran. Und dann ist man einmal ein harter Typ, dann gefällt es dem nicht. Ganz kuriose Geschichten passieren hier. Aber wir haben den nächsten Waffengefährten. Diese Felsassel? Kann man sowas auch als Haustier halten? Das wäre witzig. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurückeiern. Das sehe ich jetzt erst. Da oben ist eine Palisade. Die gucken wir uns mal an. Beschädigter Bogen, Geld, Bier. Schon Schlimmeres gesehen. Ich auch. Warte mal. Nie wegrennen, ich will wieder was Schlimmeres sehen. Oh Mann. Schwarzer Lotus. Eine Felsassel. Heisch. Da war noch was Geld. Ohrfleisch, Teller. Irgendwas Zerbrochenes mit Blutflecken. Komm runter. Komm runter. Kirchen, hauen wir auch noch kaputt. Kein Brückentroll, kein Schatzkiste unter der Brücke. Die Deponie. Komm, Billy. Oder Bully. Ach, der Micha.
Okay, dort ist noch ein Turm. Was ist denn hier los? Okay. Das hat sich jetzt schon ein bisschen gelohnt. Also der Turm, da lohnt sich bestimmt auch noch. Da ist bestimmt noch oben was drin. Auf und davon! Was ist das? Ein Eisenschild? Elix? Große Elix-Tasche? Alte Lampe? Wasser? Sonst nicht. Schade. Mal wieder ein bisschen was reinmampfen. Hier noch was in den Fracks gewesen. Das hat ich ja vor uns komplett außer Acht gelassen. Nee, nix. Nö. Oh. Ja, wer bist du denn? Eine Chimäre? Eine tote Chimäre. Gut, über Umwegen sind wir wieder hier. Du solltest mal versuchen, da hochzuklettern. Vielleicht findest du ja was. Und wenn nicht, habe ich vielleicht Glück und du fällst runter. Das sehe ich auch so, mein Freund. Aber das werden wir erst in Zukunft sehen, was dort oben ist, weil leider ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Tut mir echt leid. Ist aber leider so. Und naja, geht dann weiter.